Jetzt tragen die auch noch Helme. Sag mal, was denn noch alles? Kommt dann auch gleich Roboter? Halt, ich muss den Pfeil einsammeln. Vor allem, die lassen halt auch nicht mehr locker. Oh, es tut mir leid, das könnte noch eine längere Nummer werden. Wo war denn das jetzt? Hier. Vielleicht sollten wir mal zuhören, was der dazu sagen hat. Hey, you're one of the guys who called the boat, right? Jo. Wo bist du? Komm ich da rüber? Oh, you know that guy in the wheelchair, don't you? He's the one who broke my ribs. I'll tell you where he went if you patch me up. Okay. You better hide, those guys will rip you apart. Alles klar, wir haben Auftrag. Aber nicht hier, ne? Schon klar. Ist ja ganz schön fies. Ich muss natürlich hier hochklettern. Jetzt nehme ich noch schnell noch die Heilung hier mit. Oh ja, jetzt bewegt ihr euch auch noch. Hey you! I'm gonna kick your ass! Please don't let me die here. Okay. I'll find you. Please don't let me die here. Halt die Klappe, du stirbst jetzt, ist mir doch egal. So. Den da hinten machen wir gleich. Oder lassen den da hinten jetzt einfach mal. Wir gehen jetzt mal zu dem Typen und verbinden den. Ach du Scheiße, da war noch einer. Okay. Wir gehen jetzt erstmal zu dem Typen und knallen den nieder. Okay. So, jetzt gehen wir hier nochmal hoch und schauen wir, dass wir zu dem Typen darüber kommen. Jetzt killen wir erstmal den hier. Der ist nicht uns vorhin in den Rücken rein gesprungen. So. Ach Mann, bevor du jetzt irgendjemanden rufst. Unfassbar, ey. Unfassbar. So, jetzt gehen wir vorsichtig darüber und hoffen, wir werden nicht erkannt. Irgendwo. Weil da noch einer steht und lauert. Hey, you're one of the guys who called the boat, right? Yep. Oh, you know that guy in the wheelchair, don't you? He's the one who broke my ribs. Ah, good. So, jetzt bin ich gespannt. Rip you apart. You kept up your end of the bargain, so will I. Your friend in the wheelchair was dragged off by some guys I'd never seen before. Your friend. He said he knows the location of the survivor camp, the one everyone's talking about. The guys who took him wanted him alive. That's all I know. Ja toll, du bist mir eine große Hilfe. They're probably a long way from here by now. Good luck finding them. Hä, was soll ich denn da? Was kann ich denn? Ach so. Ja, nu? Too high to drop from here. Hä, was kann ich denn da jetzt machen? Warum ist hier eine Leiter?
Kann mir das mal einer erklären? Hä? Was will denn das Spiel von mir jetzt? Das ist doch alles Kacke. Komm, geh weg. So, da laufen die jetzt rum. Hä? Wozu ist denn hier die Leiter da? Halt. Okay, hüpfen kann er. Wie ein Weltmeister. Ja, wo läuft denn der jetzt? Da war doch einer. Ach Leute. Was? Wo? Das wird noch eine harte Nummer. Oh shit. Please don't let me die. Scheißegal, ganz ehrlich. So, was machen wir jetzt mit euch? So, bin ich denn hier? Hey, es ist doch ein Witz. Wo muss ich denn da hin? Was für ein Scheiß! Komm ich nicht rein? Ich finde doch wieder irgendwo was nicht. Da hinten sind jetzt 7 Massenleute. Wie soll ich denn die wegmachen? Oder muss ich da... Ah, wartet mal, vielleicht komme ich da rüber. Ich probiere mal mein Glück. Okay, hier schon mal nicht. Oh oh. Ojemini, ojemini, ojemini. Ich bin hier gerade hochkonzentriert. Kann ich da rechts hin hochklettern? Komme ich von da vielleicht weiter? Wenn nicht, dann habe ich langsam keine Idee mehr. Aber das sieht doch danach aus, oder? Na also. Ah, die Klappe. Das bringt mir nur nichts. Ja, was mache ich jetzt hier oben? Muss ich da hochhüpfen? Keine Ahnung, was ich hier treibe.
Ich bin gerade ein bisschen planlos. Also ich meine, keine Ahnung, was das Spiel jetzt von mir möchte. Links habe ich ihn erwischt. So, erstmal wieder die Pfeile. Ach Gott, ey. Da hinten kann ich nicht hin, die machen mich einfach platt. Ach komm, lass mich runter. Geht's auch nicht? Ich möchte nicht dahinter. Na, kommt noch eine? Ich muss scheinbar wirklich da hoch, ne? Ich muss die alle abräumen. Das ist doch wohl ein Kalter. Da ist der der Rollstuhl. That's Henry's wheelchair. Ja, super. Ach, Leute. Der ist klein. Hey. Ja, das haben wir. Ja. You have no bullet. Ja, ich weiß. What? Echt jetzt? Ach komm, ey. Wie kriege ich denn den jetzt klein? Oh, den ganzen Schlamassel nochmal machen. Na toll, ey. Echt toll. Na, leck mich. So, lauft ihr, bleibt ihr stehen, macht ihr irgendwas? Nein, okay. Mann. Wie kriegt man den mit dem Helm weg? Muss mal irgendeiner verraten? So. Dann lassen wir dich weg. Gute Nacht. Ja, du killst mich, ich weiß. So, jetzt kommt der gleich angerannt wahrscheinlich. Oder hat er mich noch nicht gesehen? Hey, who's that? Ach, da bist du. Ja. Es tut mir leid. Okay. Und jetzt machen wir die links weg. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich den Typen mit der blöden Maskengedöns da wegmache. Hey. Hey.
nicht dein Ernst. So, bitte ziehen. Mann! Ich habe auch gerade einen Lauf mit nichts treffen. Mein zweiter Pfeil da. Da steht der Großkotz. Wie irgendeine Taktik übersehen? Der greift mich doch eh sofort an. Also Schnellattacke ist nicht. Ich habe halt die anderen immer im Nahkampf nicht getötet. Naja, gucken wir mal. Was habt denn ihr für eine Sicht? So, mein Freund. Nee. Ich habe keine Ahnung, wie ich den klein krieg. Vielleicht mal so verarschungstechnisch weglocken? Und die Klappe. That's Henry's wheelchair. May, we've been looking everywhere for you. I'm so glad you're God, that is he. You came for me? Of course, sweetie, I wouldn't leave you. Come on, let's go find your mother. Okay. Watch out. It's flooding. Ja, jetzt sind wir wieder unterwegs. Are you ready to find your mother and leave this place? What? I sure am. Then hang on tight, and I'll take you to the boat. Hey, May. Sounds good to me. Ist das jetzt ein... Oh, Mann. Na, wenigstens ist jetzt der andere weg. Lustig wäre, wenn der jetzt da steht, sagt der Motto, hey, ich hab mich gerettet. Jetzt bist du fällig, du Saunase. Achso, und jetzt ist hier die Leiter, ne? Alles klar. Natürlich. Mami. Ja, brüll mal bitte nicht. Ich trau dem ganzen Frieden hier noch nicht. Okay. Komm, Ethan. Wir haben es gleich geschafft. Das war ein böses Eck. You're a miracle, you know that? When nothing else in this world works like it's supposed to, you, my friend, are a miracle. I don't know what to say. Come on, we should go. The boat's coming. Right. Masters? Das Boot ist schon da. Their destination is a settlement called Port Siena. Okay. Port Siena. How far is that? They said we'll be there in 2 days, so I guess it's not close. But we heard several messages mentioning it before. They have supplies there, and the air is much cleaner than here. That's what May needs. Na. Hi. You must be Linda. While we were waiting for you, the boat nearly got hijacked by some guys with guns. Let's go. We'd all like to leave this place as far behind as possible. Hm.
Not until I found Julie and Mary. I left them once before. I can't do it again. Besides, Henry's still out there, and I'll bet he needs my help. Then take this to your daughter. She might eat it. Thank you, May. I'll make sure she knows it was from you. Thank you for everything you did. Take care. You'll find them. Julie. It's gonna be okay. If you're still here, I'll find you. I promise. I'm gonna find a way to make it up to you. Was hast du denn gemacht, Ethan? Das war's. Okay. Ja, was soll... Das war das Spiel. War das die Frau am Ende? Hui. Tja. Was jetzt passiert ist, wie das passiert ist, warum das passiert ist, das werden wir leider nie feststellen, weil das Spiel, wie gesagt, ist schon von 2012. Ich glaube nicht, dass es da nochmal eine Fortsetzung gibt, weil es damals auch nicht wirklich gut verkauft worden ist. Für mich war es mal wirklich eine Herzensangelegenheit, das mal zu spielen. Ich habe das vorher noch nie gespielt. Ich habe nur gewusst, so Pi mal Daumen, um was es halbwegs geht. Man muss sagen, ja, okay, die Ressourcen waren schon merkwürdig verteilt. Es war schon sehr, sagen wir mal, sehr steril alles aufgebaut. Es ist korrekt. Die Nebenquests waren alles nur so, ich brauche den Gegenstand, wenn du den findest, dann ist toll. Bei der einen gab es eine geile Belohnung, das gab die Schrotflinte, die ich im Endeffekt nicht benutzt habe, weil ich Angst hatte, ich brauche die noch. Aber das ist ja bei jedem Spiel so. Wenn du eine richtig geile Waffe hast, die wirst du nie benutzen, weil du denkst, ey, vielleicht brauche ich die noch. Und dann ist das Spiel durch und denkst, verdammt, jetzt hätte ich viel einfacher alles haben können. Aber gut, das ist halt so. Im Großen und Ganzen hat mir das wirklich sehr, 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 sehr viel Spaß gemacht. Und hätte es einen zweiten Teil gegeben, hätte ich den gerne gespielt. Und vor allen Dingen würde ich gerne wissen, wie es jetzt da ausgegangen ist. Ich bin ja eh so ein Fan von so einem postapokalyptischen Szenarien. Es war auch ein schöner Versuch, mal was ganz anderes zu machen. Es war halt, wie gesagt, sehr minimalistisch. Aber es hatte seinen Charme. Also mir hat es wirklich gefallen. Bis auf die Kletterpassagen. Da bin ich einfach nicht gut. Aber es hat ein paar schöne, schöne, schöne Ideen. Aber wie gesagt, leider wird es keinen zweiten Teil mehr geben. Was haben wir noch zu sagen? Gut, Fortschritt, 100%, man sieht es ja. Insgesamt 77 Opfer. Haben wir 11 von 20 geholfen. Okay. Ja, diejenigen, die noch Tomaten wollten, ich habe keine Ahnung mehr gewusst, wo die sind. Und dann gab es wohl noch einen, der geschrien hat, den habe ich nicht gefunden. Mut, das Spiel im Modus Hautdicken spielen. Ach, das ist der Schwierigkeitsgrad. Nee, Diebstahl, machen wir nicht. Und wir haben kein Menschenfleisch gegessen. Das ist doch schon mal gut. Gesamtpunktzahl 82%, Spieldauer 6 Stunden 39 Minuten. Was ich vielleicht noch dazu sagen müsste ist, das Spiel ist mir insgesamt dreimal abgestürzt. Aber ich hatte außer einmal hatte ich das Glück, dass er wirklich da genau wieder geladen hat, wo ich eh war. Beim anderen Mal, das habe ich ja im vorherigen Video schon kurz erzählt, musste ich nochmal komplett alles durchrennen, aber das war jetzt auch nicht weiter wild. Sonst lief das gut. Ja, was gibt's noch zu sagen? Wie gesagt, schade, dass es keinen zweiten Teil gab. Ich gehe mal auf Beenden, mal schauen, was passiert. Ach, jetzt kommt der Abspann. Aha, Ubisoft Shanghai hat das gemacht. Ich habe gar nicht gewusst, dass... Ich glaube nicht, dass sie noch in Shanghai ein Studio haben. Ich glaube, Ubisoft hat gerade nur noch in Kanada und in Frankreich ein Studio. Also ein großes Studio. Ach, schade. Ach, was ich noch sagen wollte, die Stimme von May,
Ich weiß nicht warum, die hat mir richtig gut gefallen. Die war total niedlich und süß. Das war schon ganz, ganz putzig. Und dass man die auch dann so immer rumtragen musste, das war auch eine schöne Idee. Ich würde es, ah ja, okay. Ich habe Enter gedrückt, abgebrochen. Und dann bin ich wieder im Startmenü. Korrekt? Korrekt. Könnte ich theoretisch... Ja, ich könnte theoretisch nochmal alle Episoden spielen. Nein, möchte ich nicht. Und wie gesagt, diese Schrotflinte. Ich glaube, das ist auch gar nicht geplant, dass die wirklich jeder standardmäßig kriegt, sondern wirklich nur, wenn er die ganze... also... War schon Glück, dass ich die ganzen Gegenstände zufällig hatte. Da hatte er ja alles Mögliche gewollt. Ja... Dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank, dass ihr mich begleitet habt bei diesem kleinen postapokalyptischen Let's Play. Mal schauen, was ich mir als nächstes raussuche. Es wird wahrscheinlich wieder irgendwas so Nischiges, vielleicht was etwas älteres oder was Neues, aber nicht Beachtung hatte. Da habe ich so ein bisschen so ein Fable für. Aber ich weiß es noch nicht. Ich suche mal, was ich so finde und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich wünsche euch was. Ciao.